Topfgucker TV empfiehlt. Ja, Topfgucker TV ist heute in einer vermeintlich geschmacklosen Angelegenheit unterwegs. Es geht um Wasser. Kann man Wasser schmecken? Diese Frage stelle ich André Uhlich, seines Zeichens eines der im Übrigen wenigen Wassersommeliers. André, kann man Wasser schmecken? Ja, also ich habe hier 4 verschiedene Wassersorten auf den Tisch gestellt und ich würde auch gleich mal ganz konkret werden. Wenn du möchtest, schenke ich dir mal hier ein Wasser ein, was du vielleicht auf Anhieb nicht sofort den Unterschied zu den anderen schmecken wirst. Aber wir haben 2 Gläser auf den Tisch gestellt jeweils und da können wir während der Moderation auch noch das eine oder andere schmecken. Ich muss sagen, ich kann was schmecken, aber André, vielleicht für alle, die es interessiert, wie kommt man denn darauf, Wasser zu schmecken und dann noch Sommelier zu werden mit dem Thema Wasser? Ja, ich bin da mehr oder weniger reingestolpert durch die Herausforderung des Alltages. Gesundheitsvorsorge für die ganze Familie, das ist ein Leitsatz für mich und unter diesem habe ich mich praktisch belesen. Dann auch an 2 Bildungsträger gewandt, die es in Deutschland gibt, den Heil- und Mineralwasserverband in Bonn und zum anderen Dömens Akademie. Diese bilden Wassersommeliere aus. Jetzt haben wir hier 2 Komponenten, die jetzt im Gespräch eingeflossen sind. Zum einen Sommelier, der geschmeckt, und zum anderen Thema Gesundheit. Also ein Weinsommelier kennt man, das hat jetzt wirklich nur was mit Geschmack zu tun, vielleicht auch etwas mit Gesundheit, aber hat Wasser Einfluss auf unser Wohlbefinden, auf unsere Gesundheit? Also prinzipiell kann ich sagen, ist die Trinkmenge schon allein ausschlaggebend, ob man sich wohlfühlt oder weniger wohlfühlt. Also dort kann schon allein gut justiert werden, wenn man ausreichend Wasser trinkt. Aber kommt es nicht auch auf die Qualität an? Ja, auf jeden Fall. Wir haben also verschiedene Trinkwasserqualitäten. Wir haben Quellwasser, wir haben Leitungswasser, wir haben Mineralwasser, wir haben Heilwasser und wir haben auch Tafelwasser. All diese unterschiedlichen Wassersorten sorgen eher für Desorientierung als für Orientierung. Und das ist meine Aufgabe als Wassersommelier, in diesem Wirrwarr Orientierung zu schenken. Wir alle kennen ja unser Leitungswasser, das ist wohl eines der bestkontrolliertesten Lebensmittel, ne, in Deutschland. André, wie ist das mit Leitungswasser und mit Wasser, was man kaufen kann? Gibt es da Unterschiede? Gibt es da irgendwas, worauf man achten sollte? Ja, also du sprichst es schon an, es handelt sich hier um eine andere Wasserqualität. Das heißt also Trinkwasser aus dem Wasserhahn nennt man Trinkwasser und das wird geregelt durch die Trinkwasserverordnung. Dafür sind dann die Wasserzweckverbände zuständig. Gut, das ist jetzt, ja, wie soll ich es mal sagen, das hast du jetzt so schön gesagt, aber Leitungswasser, gibt es viele, die das trinken. Was mich jetzt irritiert, Leitungswasser nimmt man ja genauso zum Wäschewaschen, zum Klospülen und man kocht damit. Es würde ja aber niemand auf die Idee kommen, aus dem Klo Wasser zu trinken. Also nochmal, gibt es denn für mich Möglichkeiten, dass ich dieses Wasser, was ich aus der Leitung beziehe, auch nochmal aufwerten kann, um es vielleicht doch ein bisschen besser zu machen? Ja, es gibt eine kleine Gruppe, die immer stärker am Markt sich positioniert. Das sind die Trinkwasseraufbereitungen, die dann am Point of Use, also an der Endabnahmestelle des Wasserhahns, nochmal wie so ein, eigentlich das machen, was ein Wasserwerk also mit Wassermassen durchführt. Sie führen nochmal einen Endreinigungsprozess durch. Da wird ausgelobt, dass eben auf Dinge wie Medikamentenrückstände oder Hormone vielleicht doch noch ein gewisser Einfluss genommen wird. Der wird schon in groben Zügen auch definitiv in den Wasserwerken vorgenommen. Aber diese Dinge wie Arzneimittelrückstände und Hormone sind eben nicht als Prüfparameter ausgelobt. Das heißt, sie finden nicht eine Positionierung in der Trinkwasserverordnung. Das heißt also, das, was ich nicht finden muss, werde ich auch nicht darstellen müssen. Und das ist ein Raum, der sozusagen auch noch aus meiner Sicht novellierungsbedürftig ist vom Gesetzgeber. Schmeckt wirklich schön. Ganz weich, sanft, ein bisschen prickelnd. André, was kann man schmecken bei Wasser? Salzig, süß, bitter, aber noch weitaus mehr. Und dazu lade ich ein zu den nächsten Wassertastings bei dir im Laden. Ja, ich freue mich ganz besonders. Wir haben also sehr hochwertige Aufbereitungsanlagen, aber wir testen insgesamt bis zu 4, 6 Wasser. Ist das richtig? Das ist korrekt, ja. Und ich bin natürlich sehr gespannt, wer alles dabei sein wird,
weil derjenige, der offen ist für die Vielfalt des Wassers, der wird auf jeden Fall sehr beschenkt werden. Wasser ist für Sportler wichtig, Wasser ist für den Alltag wichtig, Wasser ist zur Heilung wichtig. Kannst du uns Antworten geben oder kannst du uns Tipps geben, welches Wasser wann wichtig ist oder wofür ich es trinken kann? Ja, das wird auch ein Teil eben dieses Tastings sein, wo Antworten auf diese Fragen gegeben werden. Gut. Zum Abschluss ein Wasser noch, damit ich vielleicht doch mal einen Unterschied schmecke. Nehmen wir doch mal dieses hier. Ich danke dir ganz sehr, dass du uns hier bewirtet hast mit Wasser. Mal was anderes außer Champagner und Wein. Auch schön. Auch schön. Oh, das Wasser, das ist, wenn Sie es schmecken könnten, mir zu bitter, aber egal. André, ganz vielen Dank, dass wir hier sein konnten und durften. Wir haben vor einiger Zeit mal einen Beitrag gedreht, Fröhlich sein bei Gänsewein, Fasten für Gesunde. Ja, welches Wasser sich wohl eignet zum Abnehmen, zum Entschlacken und zum Fasten? Kannst du uns sicher sagen, André, in diesem Sinne freuen wir uns auf viele weitere Beiträge und wer mehr über pures Wasser erfahren will, kann direkt auf deine Seite gehen, André? Genau, wasserpur.info. Okay, super. Und dort findet man auch deine Kontaktdaten. In diesem Sinne würde ich sagen, bleibt informiert. Bis bald. Ja, bis bald.